Schlecker Frauen sagen, nicht Anton Schlecker ist Schlecker, sondern wir sind Schlecker. Deshalb ist es richtig, sich solidarisch zu erklären. Wir sagen von Anfang an, und das gilt die ganze Zeit, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, wir kämpfen um jede Existenz. Und alles, was dazu nötig ist, werden wir tun, gemeinsam mit den Menschen, die hier stehen und die bundesrepublikweit heute auf der Straße sind, dass wir auch an dieser Stelle zum Erfolg beitragen, dass wirklich viele einen Arbeitsplatz behalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diejenigen, die seit Jahren als Führungskräfte mit dazu beigetragen haben, dass dieses Unternehmen ins Missmanagement gerät, da sagen die Schlägerfrauen sehr klar, diese Führungskräfte werden nicht in Zukunft mit das Unternehmen gestalten und müssen aus dem Unternehmen entfernt werden. Das ist eine Forderung unserer Kolleginnen. Zunächst einmal geht es darum, Solidarität zu zeigen und deutlich zu machen, dass man eine solche Massenentlassung wegen Misswirtschaft eines Unternehmens nicht hinnehmen kann. In zweiter Linie geht es darum, dass auch hier nicht nur das private Unternehmen in der Pflicht ist, einen vernünftigen Sozialplan zumindest mal aufzustellen, sondern dass natürlich auch Regierung, die Bundesregierung in der Pflicht ist, da sich Lösungen auszudenken, die was anderes ist, als den schwarzen Peter von der einen zur anderen Seite zu schieben. Es hat riesige Staatsbürgschaften gegeben für Großunternehmen. Und dann, wenn es um Frauenarbeitsplätze geht, dann heißt es dann, das müssen andere lösen, das ist ihr privates Problem. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass jetzt hier mehrere hundert oder tausende Frauen, zum Teil über 50, zum Teil mit geringer oder wenig Ausbildung, auf die Straße gesetzt werden, ohne neue Perspektive, ohne Qualifizierungsperspektive. Das ist jetzt Pflicht der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesregierung, jetzt für Transfergesellschaft zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Frauen wieder eine Chance haben auf dem ersten Arbeitsmarkt.